Die Welt ist im Wandel. Und auch wir müssen uns mit ihr verändern. Beim Ideenzug geht es darum, den Zug der Zukunft für den Regionalverkehr zu kreieren. Und der besteht aus einer ganz neuen Wohlfühlatmosphäre im Zug. Der Kunde soll künftig letztendlich im Zug alles tun können, was er möchte und was er vielleicht auch schon immer tun wollte, aber bis heute leider noch nicht tun konnte. Die kritischste Ressource in unserer heutigen Zeit ist Zeit. Niemand hat mehr Zeit. Die Zeit, die die Leute bei uns im Zug verbringen, die muss so sinnvoll sein, wie es nur irgendwie geht. Die schafft man indem, dass man wirklich sagt, die Reisezeit wird zur Nutzzeit. Der Ansatz ist, dass wir aus diesem Ideenzug möglichst viele einzelne Ideen generieren können, die je nach Einsatzgebiet sich in einem Zug wiederfinden. Und der nächste Meilenstein ist, dass wir ein anfassbares Kundenerlebnis haben in Form von einem 1:1-Modell, wo man es betreten kann, wo man es testen kann, anfassen kann, erleben kann. Und da geht es also darum, was gefällt den Menschen? Welche Sitzanordnungen, welches Design, welches Ambiente, welche Konfiguration? Das wollen wir mit dem Ideenzug herausfinden. Wir haben viele unterschiedliche Zielgruppen, aus deren Sicht wir verschiedenste Ideen aufgegriffen haben und setzen diese jetzt einfach im Zug prototypisch um, um zu zeigen, was könnte denn hier tatsächlich einen Mehrwert generieren. Wir haben Fitnessräume im Zug, wir haben eine Chill-Out-Area, wo man im Prinzip einfach ein bisschen zur Ruhe kommen kann mit großen Panoramafenstern. Wir haben Public-Viewing-Bereiche, wo man zusammenkommen kann, um wirklich ja, ein Gemeinschaftserlebnis zu generieren. Wir gehen sowohl auf Pendler ein, die sehr, sehr arbeitsfixiert sind und deswegen auch Ruhe brauchen, als eben auch auf Familienreisende und deren Bedürfnisse mit einem speziellen Kinderabteil, mit einer eigenen Ecke, wo Kinder spielen können. Wir erproben ja auch im Ideenzug Scheibendisplays oder interaktive Displays. Das sind Wege, um neue Möglichkeiten der Informationsversorgung aufzuzeigen. Uns treibt vor allem dieses Bild an, einen Paradigmenwechsel bei der DB herbeizuführen. Alles neu zu denken, den Zug der Zukunft zu kreieren für Millionen von potenziellen Fahrgästen für die nächsten 15 bis 30 Jahre. Ich möchte den Nahverkehr revolutionieren. Wenn die Leute gefragt werden, wie sie in die Arbeit kommen, dann darf es nur eine Antwort geben mit dem Schienenpersonennahverkehr.